Und ich begrüße jetzt den Vorstandsvorsitzenden der Bank Austria, Willibald Czianko, bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Herr Czianko, Sie verkaufen Ihr Privatkundengeschäft jetzt also doch nicht. Ich frage jetzt mal frech, wollte es denn niemand zu einem akzeptablen Preis haben? Nein, das kann man so nicht beantworten. Zum Ersten, wir haben uns mit Alternativen beschäftigt, sowohl mit einer Restrukturierung und Neuausrichtung, aber auch mit einem Verkauf uns beschäftigt. Am Ende haben die Fakten für eine Neuausrichtung des Geschäftes gesprochen. Warum? Wir sind eine sehr stark aufgestellte Firmenkundenbank, sehr stark aufgestellt im Geschäft mit gehobenen Privatkunden. Und da wäre es langfristig nicht von Vorteil, sich aus dem Privatkundengeschäft zurückzuziehen. Jetzt hat die Bank Austria in den ersten drei Quartalen heuer einen Nettogewinn von 660 Millionen Euro gemacht. Trotzdem bauen sie jetzt hunderte, wahrscheinlich weit über 1000 Mitarbeiter ab und sperren fast 40% ihrer Filialen zu. Wie erklären Sie das bei dem Gewinn Ihren Mitarbeitern und Ihren Kunden? Zum Ersten, die Zeiten, wo Quersubventionierung gang und gäbe war, die sind vorbei. Zum anderen, wir sind gefordert, den Erfordernissen des Marktes zu entsprechen. Das heißt, wir müssen Gewinne machen, weiteren Kapital aufbauen. Da ist es unerlässlich, dass wir in allen Geschäftsbereichen zufriedenstellende Ergebnisse erzielen. Und dazu zählt auch das Geschäft mit den Privatkunden. Sie wollen pro Jahr 300 Millionen einsparen, zwei Drittel davon über Personal. Das wären grob gerechnet ungefähr 1.500 bis 2.000 Vollzeitstellen. Kommt das hin? Über die nächsten drei Jahre versuchen wir, dieses Ziel zu erreichen. Wir sind überzeugt, dass wir dieses Ziel auch erreichen können. Nochmals, es geht um die Gesamtkostenreduktion, das sind Personalkosten und Sachkosten. Und selbstverständlich wird es auch zu einer Anpassung der Personalkapazität kommen. Wie viel es ist, das werden wir am Ende sehen. Faktum ist, und das ist unser Bestreben, wir wollen das sozialverträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen erreichen. Also trotzdem, jetzt rechnen alle Beobachter damit, dass Sie ungefähr 1.500 Leute abbauen müssen. Wie wollen Sie das ohne Kündigungswelle machen? Wir haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass es machbar ist. Erstens einmal Flexibilisierung der Arbeitszeit. Da haben wir großartige Erfolge erzielt. Und es gibt immer mehr Menschen, die auch das, was wir so gerne mit Work-Life-Balance beschreiben, auch ernst nehmen, indem einfach auch das Thema Arbeit einen anderen Stellenwert bekommt. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen bereit sind, ihr Leben neu zu regeln, neu auszurichten. Das heißt mehr Teilzeitjobs statt Vollzeitjobs? Teilzeitjobs, aber insbesondere auch flexiblere Arbeitszeit. Jetzt sagen andere Banken, Sie würden mit Privatkunden gutes Geld verdienen und seien für jeden Privatkunden dankbar. Sie haben mit Ihren Privatkunden Geld verloren. Was haben Sie denn da falsch gemacht? Ich bin immer vorsichtig, wenn diese Vergleiche angestellt werden. Faktum ist, ja, wir haben kein Geld verdient. Ich möchte mich auch gar nicht auslassen, wie es anderen damit geht. Was wir wollen besser werden. Wir wollen effizienter werden, kosteneffizienter werden, aber insbesondere auch das berücksichtigen, was uns herausfordert. Ein vollkommen verändertes Kundenverhalten. Und da sehen wir die Möglichkeiten für uns, nämlich am digitalen Marktplatz. Aber jetzt fragt man sich als Bankkunde ja, wie man mit Privatkunden überhaupt Verlust machen kann. Sie zahlen praktisch 0% Zinsen auf Girokonten. Wenn man es überzieht, zahlt man 10, 11, 12% Überziehungszinsen. Und Sie haben praktisch Ihre ganze Arbeit oder einen Großteil der Arbeit an Ihre Kunden online ausgelagert. Wie kann man da Geld verlieren? Da muss man schon ein Stück weit zurückgreifen. Das geht in die 70er, 80er Jahre hinein, wo der ganze Sektor sich bemüht hat, quasi im Buhlen um Kontokunden alles gratis zu offerieren. Wir haben es damals verabsäumt, der Bankdienstleistungen ein Preisschild zu verpassen. Das setzt sich fort über hohes Maß an Preisregelung, Niedrigzinszinsen, dann hohe Aufwendungen für Regulatorisches und natürlich auch eine Bankensteuer und dann auch hausgemachte Probleme. Es geht darum, dass wir kosteneffizienter werden. Wir wollen Privatkundengeschäft in Zukunft profitabel betreiben. Jetzt sagen Sie, dass Sie mehr auf Online-Banking setzen werden. Das Online-Banking der Bank Austria ist jetzt schon mehr berüchtigt als berühmt. Jetzt wollen Sie aber bei der Technik auch noch sparen. Wie soll das dann zusammengehen? Nein, es geht nicht um Sparen. Dass wir natürlich im Zuge der Umstellung Probleme hatten, das ist evident, gilt es auch gar nicht wegzureden. Dass wir uns aber verbessern und bemühen, weiter besser zu werden, ist ein zweiter Punkt. Was wir tun, ist die Möglichkeiten des digitalen Fortschrittes zu nutzen, schrittweise hier besser zu werden. Ziel ist es, den digitalen Marktplatz, Online-Shop, Online-Filiale gleichberechtigt zu gestalten zu einer Filiale. Das heißt, ein
klares Angebot, das gleichwertig in beiden Vertriebsschienen zur Verfügung stellt. Das heißt aber für die Kunden, Sie müssen ja noch mehr Arbeit abnehmen. Nein, das heißt das nicht. Für die Kunden heißt es 7 Tage, 24 Stunden Verfügbarkeit. Für die Kunden heißt es mehr Annehmlichkeit, weil heute der Kunde wählt, der entscheidet tagtäglich, wann, wo und wie er sein Banking betreiben möchte. Und dem werden wir entsprechen müssen in der Zukunft. Weil Sie mir ganz viele Sachen in der Bankfiliale schon nicht mehr machen. Eine simple Überweisung kriege ich eigentlich nicht mehr. Aber da sind wir nicht die Einzigen. Wenn Sie eine Reise buchen, wenn Sie einkaufen, das ist ganz klar. Hier haben sich auch die Arbeitsprozesse verlagert. Da sind wir keine Ausnahme. Sie verlieren ja auch Ihr Osteuropa-Geschäft, das in die Unicreditzentrale nach Mailand übersiedelt. Das war bisher nicht nur für fast 50.000 Mitarbeiter zuständig, sondern auch für mehr als 2/3 Ihres Gewinns. Das wird Ihren Druck noch mehr erhöhen. Das Österreich-Geschäft wird in etwa ein Geschäftsvolumen von 110 Milliarden Euro umfassen. Das heißt, wir sind nach wie vor die größte Bank, das größte Einzelinstitut im Land. Was das Osteuropa-Geschäft anlangt, das war absehbar, dass es hier zu einer Veränderung kommt. Da gibt es viele Gründe hierfür. Was wir aber wollen und erreichen wollen, ist, dass die Kompetenz, die Mitarbeiter hier weiter fortbeschäftigt sind. Ist es korrekt, dass die Stadt Wien nach wie vor mit knapp 8 Milliarden Euro für die Bank Austria haftet? Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Ausfallshaftungsumfang in den letzten Jahren um 94% reduziert wurde. Schließen Sie aus, dass diese Haftung, die jetzt noch besteht, oder Teile davon je schlagend wird? Das schließe ich aus. Sagt Bank Austria-Chef Czernko, das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet.